Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Supermarkt Simulator. Ich wurde darauf hingewiesen von jemandem, die Einstellung, ich weiß nicht, ob das bei noch anderen Leuten ist, aber die Einstellungen werden komischerweise nicht übernommen. Also ich habe jetzt mal Vollbild, ich habe das mal gestartet, das Spiel, habe Vollbild ausgemacht, habe abgespeichert, habe auch hier Hintergrund ausführen, naja, das ist jetzt schon wieder drinne. Habe ich aber auch reingemacht, den Haken, habe abgespeichert, habe das Spiel neu gestartet. Zack, da war der Haken hier wieder raus und das Vollbild war wieder an. Alles andere stimmt eigentlich alles soweit, obwohl ich eigentlich gar nicht mit dieser Auflösung spiele. Naja, ist egal. Läuft ja trotzdem perfekt. High stimmt auch. Ich bin mir sicher, dass ich damals hier auch eine andere Zahl drin hatte, aber ich weiß es nicht mehr genau. Auch selbst die Zahl springt wieder auf 60 zurück. Ich habe das mal 70 eingestellt. Ob das jetzt nur so viel Unterschied, macht, weiß ich jetzt nicht. Ich habe auch mal geguckt, ob man das in den Einstellungen irgendwo abspeichern kann bei den Updata, ne, da wo die Sicherungsdateien alle drin sind. Ich habe leider nichts gefunden, weil vieles kann man ja auch da selber mehr per Hand einstellen. So, was habe ich noch? So, Kellogg's war ja klar, das Thema hatten wir ja geklärt. Ich habe an meinem Mikrofon wieder ein bisschen rumgefummelt, weil ja meine Stimme ab und zu mal ein bisschen... meine Stimme war ja vorne manchmal so ein bisschen abgehackt, komischerweise. Habe ich mal noch ein bisschen versucht nachzustellen. Ich hoffe, dass das alles jetzt perfekt ist. So, was wollte ich? Ach so, ja, dann habe ich ja den Hinweis bekommen, hier nach links geht als nächstes weiter. Finde ich auch gut. So, Jasmin, ich habe wieder hier viel eingekauft für dich. Kannst dir wieder alles leer kaufen. Achso, ich habe den Mod rausgeschmissen hier, dass die hier helfen. Deswegen werde ich jetzt ganz so, wie sich das gehört, mit Geld einen einstellen. Ne, den habe ich vorhin gerade rausgeschmissen. Wieso kann ich den nicht einstellen? Hallo? Ach, ich habe kein Geld. Ich brauche 150 Mark, das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh scheiße, jetzt will ich einen einstellen. Ist ja geil. Ach nee, du. Ja, wir müssen unbedingt Karton. Ja, nachkaufen müssen wir auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, glaube ich, ne? Ja, 6. Komm, hier nehmen wir auch noch einmal mit. Das schöne Zewa. Wisch und Moor sauber. Ja, hier müssen wir auch leider nochmal. Oh Gott, das ist ja. Na, Kart, die haben wir ja zum Glück noch. Hier haben wir zum Glück auch noch. Oha, die schönen Kellogg's sind weg. Wegen den Kellogg's, ne, was ich gesagt habe. Das ist so eine Packung manchmal bei mir, wo es 2, 3 Tage gehalten hat. Es gab ja die große Packung und die kleine, ne? Das ist ja die dünne. Ich habe die große gehabt und die waren 2, 3 Tagen alle. Da habe ich wirklich gefressen, wie so ein. Die Dinger fand ich so geil damals. Ja, heute immer noch, aber. Heute passe ich doch ein. Naja, gut. An meiner Figur ist nichts mehr zu versauen, aber. Ne, im Alter muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen. Ja. Esse ich die Dinger nicht mehr ganz so oft. So. 1062 Mark brauchen wir. Und dann nochmal. Ach ja, wie hat er letztens geschrieben im Kommentar? Du und dein E. Scheiße. Ich muss mal gucken, ob ich das mit irgendeiner Taste ändern kann. Ob ich die Einstellung ändern kann, aber ich glaube nicht, ne? Danke sehr und beenden Sie bald wieder. Verdammt! Aber das ist, glaube ich, eine Spieleinstellung, ne? Ich weiß nicht, ob man da die Tastenbelegung ändern kann. Da gucke ich gleich mal. Halt, das war einmal zu viel. 37 Pfennige, danke sehr. So, warte mal, ich guck mal ganz kurz. Einstellung, guck mal. Jetzt bleibt er schon wieder stehen, ne? Obwohl. Ausführung im Hintergrund. Warum bleibt er jetzt stehen? Das frage ich mir. Ach, hier kann man ja gar nichts einstellen. Ne, guck mal, wieso bleiben die jetzt stehen? Normalerweise? Im Hintergrund ausführen. Wenn ich raustappe. Na gut, dann machen sie das zwar. Aber bei Escape bleiben sie stehen. Ich weiß gar nicht, ob das bei Escape damals auch war oder ob das bloß beim Raustippen war. Raustappen war. Ein Mitarbeiter bitte. Ach so, kommt ja keiner.
Oder wir testen das mal. Nee, guck, er haut ab. Okay, den Mod habe ich definitiv rausgeschmissen. Das ist gut. Ich habe auch noch gesehen, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Da gab es ja auch eine Config-Datei. Weil ich ja gesagt hatte, dass die Einräumer da ziemlich langsam scannen. Auch das Scan hätte man einstellen können noch, dass er dann, so wie ich hier, tick, 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 tick. Aber hat sich ja nun eh erledigt. Weil ich stelle ja gleich eine mit. Mitarbeiter ein. Oh Gott, habe ich vergessen, das zweite Mineralwasser. Was? Okay, Moment mal. Kleinen Moment bitte. Okay, das Ding ist gerade voll. Dann mache ich die erstmal weg. Okay, kann ich erstmal nicht. Okay, sie zwei kassiere ich noch fix ab und dann mache ich die. Ach du Scheiße, habe ich vergessen, das Mineralwasser zu kaufen. 4, 98. Danke sehr. Hätte ich überhaupt noch nicht gekauft, sag mal. Ist das das hier? Tatsache. Verdammt! Ein Helfer bitte zu Kasse 2. Selbst Kasse 2. Ich finde das cool mit den Kelloggs. Mit Dahlmeier. Vor allem, weil ich den gerade selber schlürfe. Apropos Dahlmeier, da sag ich mal gleich mal Prost. Ja, mit dem, das Kommentar. Den Kommentar habe ich auch gelesen hier, mit dem, dass man nicht so viele Kisten kaufen kann. Ja, das muss ich mir auch nochmal ganz in Ruhe angucken. Dass dieses System, ich habe jetzt den Namen leider vergessen. So, ich bin ja in der Kasse. So, kann ich bestellen? Klar, kann ich bestellen. So, den Einräumer, den Helfer kann ich auch kaufen gleich. Ich kaufe hier keine Mitarbeiter. Ich stelle bloß welche ein. So, das sind 80, 83, 1, 2, 3, 4. So, und falls einer nochmal wissen will, wegen dem schönen Ostdollar da. Wo ist der Typ? Wer ist das? Steigert? Was heißt denn das jetzt? Hab ich jetzt. Was? Das kostet Geld? Nein! Hallo? Wisst ihr was? Jetzt suche ich gerade die Fäden. Das sieht ja auch wie so eine Puppe. Ist ja geil. Gut, dann hat das Rausschmeißen des Mods auch wieder funktioniert. Wenn ihr selber Mods rausschmeißen solltet, guckt doch nach, dass ihr die Config-Datei rausschmeißt. Also die Config, diese Textdatei. Nur zur Sicherheit. Achso, ich wollte noch weiter erzählen wegen dem Geld. Also. Ich habe mir. Ist der jetzt nur für diese Kasse? Oder ist der auch für beide? Da bin ich ja mal gespannt, ob ich neugierig bin. Ihr holt euch einfach einen Mod runter mit Euros, meinetwegen. Oder Dollar oder Yen oder Peseten oder was weiß ich, was ihr da euch runterholt. Auf jeden Fall, wo man die Bilder schön in dem Ben blablabla FX oder wie der Mod noch Ordner immer heißt. Und dann bei Replayser steht der mit drin. Da muss das reinkopiert werden wahrscheinlich. Steht aber auch in der Beschreibung. Und dann bei Texturen, glaube ich, da ist eine Datei. Ich frage mich aber, wie die heißt. Lasst euch die Vorschau angucken, dann seht ihr das Geld. Dann ladet ihr die Datei einfach in das Bild einfach in einem Texteditor. Sucht euch im Internet das Geld, was ihr haben wollt. Ihr könnt auch meinetwegen, keine Ahnung, hier, das wäre auch noch eine Idee. Wie heißt dieser Park in Amerika? Na, wo Mickey Mouse ist.
Oh, jetzt komme ich auf den Park nicht. Wonderworld? Nee, Wonderworld war das ja bei... Jetzt bringe ich einiges durcheinander. Wonderworld war das ja bei Eddie Murphy. Oha, jetzt rennt er aber dahin. Habt ihr das gesehen? Ein Mitarbeiter bis zur Kasse 2. Ist ja geil. 150. Ey, was glaubt ihr das? Ich komme jetzt auf diesen Namen. Dann gibt es noch einen in Paris. Und einen in... Ist ja jetzt auch völlig egal. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Das Geld könntet ihr theoretisch auch nehmen. Ne? Irgendwie mit Spielgeld oder Monopoly-Geld. Keine Ahnung. So, dann nehmt ihr einfach das Geld. Macht das in die richtige Größe. Ach, was mache ich denn für Quatsch? Hier wollte ich hin. Macht das in der richtigen Größe. Legt das genau oben drauf, da das an den Abmaßen richtig passt. Und speichert einfach ab mit Vorderfront, Rückfront. Und schon habt ihr euer eigenes Geld. Müsst dann bloß, ja, dieses M hier, wie gesagt, ich hatte ja dieses Problem, dass der Autopreis-Update, ne, die Preise, aber ob da jetzt ein M steht oder ein Dollarzeichen oder eigentlich gar nichts steht, pff, da ist ja jetzt mehr oder weniger, ne, drauf, AA gemacht, sag ich mal. Jetzt ist er wieder langsam oder was? Ja gut, das Laufen fand ich jetzt ein bisschen sehr extrem, ne, das fand ich ein bisschen sehr ja, wie der gelaufen ist, das fand ich ein bisschen lustig. Aber ist egal, wir haben endlich einen eingestellt. Okay, das Ding ist immer noch voll. Oder ist das immer noch voll? Ja, ich habe den Mod wieder bearbeitet. Ja, das ist noch voll, siehst du. Ach, na bitte, geht doch. Und zwar... Er macht jetzt nicht mehr die leeren... Die leeren macht er nicht mehr. Also ich hoffe, dass wenn ein Fach komplett leer ist, dass er da trotzdem jetzt einschmeißt. Mal sehen. Ja, siehst du, jetzt macht er das nämlich nicht mehr. Das heißt, erst wenn einer hier drin ist, ja, das ist natürlich blöd. Also haut dieser Mod auch nicht mehr ganz hin. Das heißt, wenn ich jetzt einstelle, Free Slots, bla bla bla, glaube ich, true, ne? Dann hätte er das jetzt hier reingeschmissen. Aber wenn der jetzt voll ist, würde er das zum Beispiel da oben reinschmeißen. Und das wollte ich eigentlich nicht. Also irgendwie, na gut. Ich denke mal, warum, das geht auch so. Ich meine, wenn man das ab und zu mal benutzt, ist es ja okay, aber... So, was ist das? Kellogg's. Heißen die Dinger jetzt nicht Fruit Loops? Ne, die Fruit Loops sind ja die bunten, ne? Aber wie heißen diese Dinger hier nochmal? Sind die schon immer nicht Smacks? Achso, Smacks heißen sie von Kellogg's und im Aldi oder Lidl und Co. Keine Ahnung. Stimmt, da heißen die ja anders. Wollen wir sehen? Funktioniert auch nicht. Die waren hier oben. Mal sehen. Gucken, jetzt funktioniert es wieder. Weil er nicht leer ist. Spreit ist auch leer. Ja gut, alles Gute ist nie beisammen, ne? So, Zewa-Wische und da. Ja gut, das könnte man jetzt theoretisch gar nicht einlagern, weil ja immer leer ist, ne? Das Fach. Also bringt das hier eigentlich gar keine Punkte. So, haben wir hier noch ein paar Schoko-Frisbees. Ah, Crispies heißen die Dinger, ja? Nicht Frisbees, die heißen ja Crispies. Guck mal, dann haben wir die Kiste schon wieder leer. Ich würde sagen, aber wir... Daten mal ab den Tag. Viermal was nicht gefunden. Ja, viermal das Wasser wahrscheinlich. Landfreude. Achtfach Eier. Ja, das ist natürlich blöd. Wusste der eben nicht, wo er lang gehen soll? Okay, die Kartoffeln, die kloppen wir erstmal hier rauf. Aber ich finde das gut. Dass sich, wie heißt die Firma jetzt? Nocta Games? Nocta Games? Ach, keine Ahnung, wie die heißen. Aber so ähnlich, ne? Ich sage immer, ich habe immer Nokia gesagt. Ich denke mal, dass die sich so ein bisschen die Mods angucken. Dass die Leute sich so für Mods runterladen. Und dass die das dann so in dem Spiel so ein bisschen implementieren. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Habe ich auch, glaube ich, in irgendeinem Kommentar geschrieben. Dass ich das gut finde, dass sie das machen. Hier zum Beispiel, dass ein Einräumer da hilft oder ein Mitarbeiter. Das finde ich gut. Aber kostet natürlich alles auch Geld, ne? Das ist natürlich klar.
Aber wie gesagt, ich werde erstmal jetzt nur diese eine Aufnahme machen, um zu gucken, ob die Mikrofon-Quality. Mikrofon, genau, dass das Mikrofon sich vernünftig anhört. Hätte ich mal schon viel eher machen sollen, weil ich habe das eigentlich schon öfter gehört, aber naja. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir das schöne Roggenvollkornmehl. So, ist voll. Siehst du, kann ich auch nicht wegpacken. Achso, warte mal so. Mach's auch nicht, ja. Ja, nun muss ich mir das überlegen, ne? Was sollte man lieber machen? Lieber auf True setzen und hoffen, dass man immer so einfach erwischt? Man muss natürlich aufpassen, dass man immer so bestellt, dass... Oder man darf keine leeren Regale haben. Dann wird es natürlich auch gehen, ne? Also wenn man das wieder auf True setzt hier, dass er die Free Slots nehmen soll, darf man keine freien Fächer lassen. Da sollte man so viel immer da einlagern. Oder zumindestens, das muss ich mal überlegen, zumindestens muss da mal was drin gewesen sein, ne? Das können wir ja nochmal zusammen testen, wenn ihr Lust habt. Dass man das mal auf True setzt und dass man einfach so, wie ich das damals gemacht habe, hier mit dem Salz, dass die Einräumer nicht immer die leeren Fächer benutzen. Habe ich doch überall Salz reingekloppt, wenigstens einmal. Ich glaube, das testen wir gleich mal. Am besten speichere ich jetzt mal ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder zurück. Jetzt gucken wir nochmal wegen den Einstellungen und wie ihr seht, ist alles wieder raus. Ach, das ist doch scheiße. Ja, hier habe ich auch 70 gehabt. Diese Einstellung habe ich mitgekriegt, müsst ihr erst machen, wenn ihr bereits im Spiel drinne seid. Also wenn ihr im Hauptmenü seid und ihr stellt das ein und geht in dieses Spiel rein, das steht vor eurem Laden, ist alles wieder zurückgestellt. So, jetzt testen wir das mal. Wir nehmen mal das Mehl und machen jetzt jedes leere Fach mal mit Mehl. Wieder ist voll. So, jetzt ist hier alles voll. Hier ist alles voll. Hier alles. Müssen wir natürlich aufpassen. Ach nee, das ist ja natürlich auch blöd, was ich jetzt mache. Weil sonst würde er ja, dann macht er jetzt das Dings hier überall im ganzen Laden. So, jetzt testen wir das mal. Und da bin ich ja mal gespannt. Ach, wir hätten mal vorher gucken sollen. Verdammt. 1, 2, 3, 4. Haben wir noch einen draußen? Kartoffeln. Aber gucken wir jetzt. Gehen wir mal rein. So, das müsste er jetzt da unten reinkloppen. Und das macht er auch. Okay. Ja, bloß mit dem Mehl. Das natürlich jetzt. Warte mal hier. Gehen wir auch noch mal gucken. Was das jetzt macht hier. Das müsste er ja da hinten jetzt reinschmeißen. Jo, das macht er. Also müssten wir irgendwas nehmen, was wir immer per Hand selber einlagern. Oder wie gesagt, man kloppt, ne? Weil das braucht man ja öfter. Mehl braucht man ja nun nicht so oft, ne? Also theoretisch wäre das, glaube ich, besser, wenn wir das verteilen würden. Klopapier, Kartoffeln kann man immer gebrauchen, ne? Das könnte man theoretisch... hat man den Klopapier auf Vorrat, ne? Wäre natürlich jetzt eine bessere Idee als das Mehl. Obwohl Geflügel, die wird auch, das Geflügel wird sehr viel gekauft, ne, eigentlich, ne? Dann sollten wir mal lieber das Geflügel nehmen. Ne, man muss es ja nicht unbedingt kaufen. Wird ja wohl schlechter oben. Ne, dann nehmen wir mal das, ja, lassen wir das so mit dem Geflügel. Ne? Hier könnte man sagen, bis die nächsten Waren kommen, kloppen wir hier einfach das grüne Zeug rein. Das kann man auch immer gebrauchen. Hier machen wir das Mehl weg. Und da machen wir, ja komm hier, machen wir so, machen wir das rein. Ja komm, und hier machen wir das. Ne? Und irgendwann können wir die Regale ja verkleinern. Also was wir da drinnen stehen haben. Hier drüben war das, ne?
Die hatten wir noch. Da könnte man zum Beispiel... Mal hier nehmen wir das, die Butter noch. Und hier machen wir... Na, was haben wir hier noch mit groß? Theoretisch könnte man das Mehl nochmal nehmen, ne? Oder wisst ihr was? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, ich werde mal das so machen. Ich werde das Mehl hier rausnehmen. Nehmen wir das nicht weg, mein Freund. Ich werde mal hier... vier davon. Genau, so mache ich das. Dann mache ich jetzt hier nämlich... Hier, dann wechsle ich das mal um mit dem Kaffee. Entschuldigt bitte die schnellen Bewegungen. Dann machen wir das rote Mehl nämlich hier rein. Und hier jetzt den... Wo war jetzt der andere Kaffee eigentlich? Ach, der war da unten. Dann nehme ich den mal hier raus. Dann kloppe ich den gleich daneben. So. Und da unten mache ich den Tee rein. Der kommt dann hier raus. Und der grüne Tee... kommt da rein. Und dann haben wir hier... So. Jetzt haben wir alles belegt. Theoretisch. Jetzt müsste ich mal was bestellen. Ja, ist natürlich blöd, ne, dass er jetzt hier... Hier, ich würde mal sagen... Frosch haben wir jetzt so viel. Jetzt räumt er auch noch ein, der Typ. Jetzt will man das mal testen. Okay, ich teste das mit diesem Mehl hier. Wir brauchen hiervon, haben wir eins, da eins, hier zwei, ne? So, das bestelle ich jetzt mal. Dann schmeiße ich das mal fix rein ins Regal. Ey, gib mir das. Kann doch nicht wahr sein. Okay. Ist der jetzt echt hier hingerannt wegen dem Karton wegschmeißen? Geht der Mülleimer so? Scheiße hier. So. Na, auf jeden Fall sind die jetzt... Ja, auch noch nicht ganz voll, aber ist egal. Ich bestelle jetzt noch einmal. Mal sehen, was jetzt passiert. Achso. Muss ich auch bestellen, kaufen, ne? Wieso ist das wieder angegangen da jetzt? Wer weiß das einer, warum das angegangen ist? Ach, jetzt sortiert das doch ein. Wieso ist jetzt dieses Restock-Manager angegangen? Box-Mode? Eigentlich stört mich das ein bisschen. Also wie kriegt das wieder weg? Habe ich da gerade ihn irgendwie angeklickt oder so? Nein, hörst du mal auf? Hat das wieder Geld gekostet? Wie kriegt denn diesen scheiß Rockstack, meine Rock, na, diese Stockmanager wieder weg? Na, ist egal. Gudi, ich würde sagen, wir sind erst bei 25 Minuten. Ja, nicht ganz. Wird eine etwas kürzere Folge. Ich muss gucken, wie ich das wieder wegkriege da mit diesem Menü. Das geht mir ja tierisch auf den Beutel hier. Das muss unbedingt weg. Das stört mich. So. Falls es einer weiß, wie man das wieder wegkriegt. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Achso. Achso, komm, wir testen das noch einmal. Ich kaufe noch einmal das Ding. Ja, aber erst raus. Wenn das wieder einer hier wegnimmt. Okay. So, ich nehme das Ding. Bleib schön stehen, Jungs. Hab ich da noch ein ganzes Regal vergessen? Schau
ab, Jung. Ja, Moment. Wo stellt er das hin? Bin ja mal gespannt. Ah ne, jetzt macht er gar nichts, ne? Weil das jetzt ja voll ist. Ah ja, ist jetzt voll. Ich habe hier noch eine ganze Reihe vergessen, sehe ich. Ich habe oben die Hühner. Warte mal, wir machen das mal anders. Wir kloppen da noch die Hühner rein. So, dann nehmen wir mal die alle weg. Und dann machen wir da lieber noch... Ja, ich würde sagen, halb Kartoffeln und halb... halb Klopapier. Nein, haut ab. Mensch, gib mir das Klopapier wieder. Du Arsch. Da klaut er mir das. Klaut er mir das Klopapier. Kann doch wohl nicht wahr sein. So, jetzt haben wir hier und dann haben wir hier nochmal halb Klopapier. So, jetzt müssen wir aber alles voll haben. So, jetzt testen wir das ein letztes Mal. Danach mache ich die Aufnahme beenden. So, ich gehe raus. So, jetzt dürfte er das theoretisch nirgendwo mal einsortieren. Ah, genau so wollte ich das. Ach Quatsch, ich hätte doch die Kiste nehmen können. Naja, ist egal. Komm, stellen wir oben drauf. Siehst du, so meinte ich das. Alle leeren Fächer voll machen mit irgendwas. Also nicht mit irgendwas, sondern ne, soll natürlich alles ein bisschen sortiert sein. Gut, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Tschüss.